In einer gut besuchten Pressekonferenz im Wiener Hotel Hilton gaben die Vorstände der Flughafen Wien AG die Bilanzergebnisse des Vorjahres bekannt. Der Flughafen kann zufrieden sein mit dem Ergebnis 2014. Ja, absolut. Wir sind sehr zufrieden mit unserem Ergebnis 2014. Wir hatten ja ein Wachstum von rund 2,2% bei den Passagieren, 22,5 Millionen Passagiere. Wir hatten ein kleines Wachstum von 1,3% beim Umsatz, das sich aber dann im Nettoergebnis doch auf ein schönes Wachstum von 12% auf 82,5 Millionen Euro durchgeschlagen hat. Wir haben einerseits den Umsatz leicht steigern können, auf der anderen Seite aber das Nettoergebnis um 12,5% auf 82,5 Millionen deutlich stärker verbessert. Und das zeigt, dass wir in unserer Strategie, die Produktivität des Unternehmens zu erhöhen, wirklich ein weiteres Stück weitergekommen sind. Das ist natürlich auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu danken. Wir haben in den letzten Jahren die Produktivität des Unternehmens stark erhöht, um mehr als 20%. Und das wirkt sich jetzt positiv aus. Wir konnten sowohl die Schulden deutlich reduzieren und den Schuldenberg verkleinern, als eben auch gute Ergebnisse erwirtschaften. Und das wiederum schafft die Basis dafür, dass der Flughafen die Investitionen machen kann, die er für die Zukunft braucht. Jetzt hat sich hier gerade bei den Umbauten und den Erweiterungen am Flughafen vieles getan, auch im Vorjahr, vor allem neue Geschäfte, neue Gastronomie. Das ist auch schon ergebniswirksam? Ja, wir haben im Bereich Retail und Gastronomie ein Wachstum von 4,1%. Das ist sozusagen trotz der Krise in Russland und der Ukraine, wo natürlich wir deutlich weniger Passagiere aus diesen Regionen hatten, wo üblicherweise sehr viel Geld ausgegeben wird. Und das sind wir sehr stolz darauf, dass es uns trotzdem gelungen ist, hier die Umsätze zu erhöhen. Und das ist schon noch ein bisschen eine Auswirkung der vielen neuen Shops, die eröffnet worden sind, der neuen Gastronomie. Also da freuen wir uns, dass es so ein kleines positives Signal gibt. Gerade angesichts der Tatsache, dass die Steuerreform-Diskussion in die Zielgerade geht, dass wir noch einmal darauf hinweisen, dass bei aller Wichtigkeit der Tarifsenkung und der neuen Tarife, die im Zuge der Steuerreform kommen sollen, gerade jetzt es dringend erforderlich ist, auch Wachstumsimpulse zu setzen. Sie haben ja deutlich appelliert um die Senkung oder überhaupt die Sistierung der Ticketsteuer. Ein wichtiges Anliegen? Das ist deshalb so ein wichtiges Anliegen, weil es viele, viele Arbeitsplätze kostet. Und die Abschaffung der Ticketsteuer, und sei es auch in Etappen, würde sehr rasch viele zusätzliche Arbeitsplätze hier bringen. 1 Million Passagiere bedeuten 1000 neue Arbeitsplätze und die Airlines wären bereit zu investieren, wenn die Ticketsteuer weg ist. Wir könnten noch zusätzliche Investitionen tätigen. Also es wäre für den Wirtschaftsstandort Österreich ein großer, großer Gewinn. Und das Besondere daran ist, der Finanzminister würde eigentlich nichts verlieren an Steuern, weil durch das zusätzliche Wachstum, die zusätzlichen Arbeitsplätze wieder entsprechende Einnahmen fließen. Was aber sehr stark forciert werden wird, ist der Punkt Sicherheit. Hier ist ja schon sehr, sehr vieles passiert. Es wird aber noch einmal aufgestockt mit 100 Mann im Personal. Es werden neue Abfertigungsstraßen doch errichtet. Das heißt, hier tut sich doch einiges. Ja, es gibt seit dem 1.3. eine neue EU-Vorschrift, die zusätzliche Kontrollen beim Handgepäck und bei elektronischen Geräten vorsieht. Es wird mit 1. September noch zusätzliche Vorschriften in hinsichtlich Sprengstofferkennung geben. Und um hier auf der einen Seite diesen Vorschriften zu entsprechen, auf der anderen Seite aber das sehr hohe qualitative Niveau aufrechtzuerhalten mit sehr, sehr kurzen Wartezeiten. Deswegen nehmen wir 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf und wir werden auch rund 5 Millionen Euro in zusätzliches Security Equipment investieren. Die Beschäftigungssituation im Raum Schwechat am Standort Flughafen ist eine sehr, sehr gesicherte. Im Bereich Sicherheit jedenfalls, ja.